Okay, Kickback ist überall nicht so high. Dann rede ich mal mit dem guten alten Donny. Boah, ja, was gibt's eigentlich Neues noch so aus meiner Welt zu erzählen? Rising Storm Vietnam. Rising Storm 2 Vietnam ist ja draußen. Ich spiel's gerne. Ich liebe das Spiel auch einfach aus dem Grund, weil es einen Flammenwerfer hat und ich liebe den Flammenwerfer. Ungeachtet der Teamkills sich damit auszusehen mache, während ich gerade ein komplettes Haus zuäschere und unterdrücke. Also halt wirklich unten halte. Hey, tut mir leid, wenn da halt einer mal abnippelt. Kann ich ja nichts dafür. Ich muss ja die Feinde unten halten, damit die ja nicht aus der Deckung rauskommen und uns beschießen. Ich habe ein Gespräch abgehört zwischen Mr. Frank Pagani und Tommy Marcano. Als erstes hörst du die Stimme von Frank. Scheiße, was soll das heißen, Beck? Er ist reingekommen und hat alle umgebracht. So eine verdammte Sauerei. Ich hab's Sale noch nie so angepisst erlebt. Du kommst schleunigst wieder her, ist das klar? Ach, Sale ist angepisst? Und was ist mit mir, hä? Ich reiß mir hier meinen Arsch auf und jetzt soll ich die Scheiße auch noch erledigen. Mac? Ich hab dir gesagt, ich regle das und das werde ich auch machen. Wenn du hier bist und Ruhe eingekehrt ist, bringe ich alles wieder in Ordnung. Das möchte ich dir auch geraten haben. Mein Boot legt in ein paar Minuten ab. Ich mach noch ein paar Sachen fertig. Dann fliege ich so schnell wie möglich zurück. Ich habe mich bei der Hafenbehörde erkundigt. Die Tanager wird jeden Augenblick zurückerwartet. Frank ist ein gerissenes Bürschchen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin will, wenn er wieder in der Stadt ist. Sein Auto ist aber immer noch auf der Tanager. Und soviel ich weiß, liebt er die Scheißkarre über alles. Also wenn ich aufs Boot komme und das Ding hier anbringe, können wir seiner Karre überall hin folgen. Das Modell haben wir auch gegen die Sowjets eingesetzt. Es hat einen Quecksilbertrigger. Wenn du ein Signal hast, einfach hinterherfahren. Okay, sobald ich das Ding an sein Auto geklebt habe, nehme ich den Rest von seinem Viertel auseinander. Kein Bock auf halbgare Zustände. Frank weiß deine Gründlichkeit bestimmt zu schätzen. Ich mag Donny. Ui, Stampf, 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 Stampf. So, hier jetzt wieder mit dem ultra harten, überzüchteten Auto des Todes hier rumfahren. Ja. Ich mebe euch hart, ihr Säue. So. Manchmal dreht diese Stadt völlig durch. Was ist mit den Wagen? Scheiße, die eine Karre gehört Pagani. Und die andere sieht genauso teuer aus. Da passen Paganoben auf die Karre. Warum auf. Der Affe vom ich kenne einen, der die Dinger verhökert. Schade, ich glaube, da wäre gerade ein geiler Witz gewesen. Gut, gut, gut. Das bedeutet nichts Gutes. Ah, na los, komm her. Wo zum Teufel ist er? Erstmal abdancen. Ich zerre ihn wieder her. Oh, da hat einer auch wieder einen guten Geschmack mit der Kalaschnikow.
Alter, richtig hart am Updancen. Hey, Pauli. Hast deine Brieftasche in meinem Büro vergessen? Halt die Fresse. Das wird ziemlich schnell, ziemlich langweilig. So, Schnauze. Nicht, dass das war abdancen. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake and move it. Shake and move it. Oh no. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch in dieser Stadt, der keinen Whisky macht. So. Was leg mich nicht an? Irgendwas stinkt hier. Und ich bin es nicht. Deine Mutter stinkt hier. Zusammentun. Es wird passieren. Etwas schon. Himmel, Herrgott. Wir bezahlen dich pro Stunde. So. Hey. Mögen Sie nicht mal, wenn man da drüben vom Pier aus angeht. Ich glaube, da ist nichts mehr zu retten. Ist ohnmächtig. Ruf den Doktor. Ah, scheiße. Ich sag ja nicht, dass man am Abend besaufen sollte. Aber ich bezweifle stark, dass es Gott was ausmacht, wenn man Freitagabends Schwarzgebrannten trinkt. Hatte einen Onkel, der unten an den Loch gearbeitet hat. Kann sein. Hm? Ah, okay, so komm ich. Hallo, Kumpel. Vielleicht hat der Mädchen kein Trinkgeld gegeben. Entschuldigung, darüber sollte ich keine Witze machen. Schade, anscheinend habe ich einen guten Witz verpasst. Oh, das ist der falsche Dude. Skill, man. Auf jeden Fall fordert der Kerl Frank zu einem Rennen um die Papiere. Und die alles oben sind. Ich glaube, ich muss die erstmal oben alle ab umbringen. Ich wollte eigentlich abtöten sagen, aber das ist irgendwie, glaube ich, hier das falsche Wort. Und nee, höher geht's doch nicht, schade. Ah. Naja, wird denen ja schon bestimmt nicht auffallen.
So. Hier, Disco-Dude ist weg. Verlässt das Haus. Yeah, man.